Hey, kannst du dich noch an deine Grundschule erinnern? Du warst zusammen mit vielen Kindern. Total gemischt. Woher sie kommen, war damals gar nicht so wichtig. Wichtig war, mit wem du gut spielen konntest. In meiner Klasse waren auch später noch unterschiedliche Typen. So anstrengend es manchmal war, so war es auch eine gute Sache. Denn wie soll man sonst mitbekommen, was draußen in der Gesellschaft los ist? Wie sonst können Interesse füreinander und Solidarität entstehen? Kitas, Schulen, Bibliotheken und Unis. Fast alle Bildungseinrichtungen sind, wenn es gut läuft, öffentliche Räume. Denn dort wird miteinander gelernt, gestritten und geflirtet natürlich auch. Es ist super wichtig, dass es diese Orte für Bildung gibt und dass verschiedene junge Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen dort zusammenkommen. Begabung und Leistung zeigen ja nicht nur die, deren Eltern gebildet oder wohlhabend sind. Denn je mehr ich mit anderen lerne, desto besser kann ich mich auch in andere Menschen und ihr Denken hineinversetzen. Denn das ist es ja, was ich die ganze Zeit machen muss. Kapieren, warum sich so viele miteinander streiten. Meine Nachbarn, politische Gruppierungen oder ganze Länder. Auch warum so viel um uns herum passiert. Klimakrise, Armut, Kriege und flüchtende Menschen. Wenn ich begreife, wie das alles entstanden ist, kann ich vielleicht auch etwas dagegen tun. Zusammen mit anderen, in der Schule vor Ort, auf Demos oder bei Wahlen. Wichtig ist, dass Bildung für alle da ist und es Zukunftschancen für alle gibt. Ein Leben lang. Egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Egal ob mit armen oder reichen Eltern. Und gute Bildung braucht Geld. Für Kitas und Schulen, Ausbildungen, für gemeinsames Lernen oder auch für Museen. Nur so kann es funktionieren. Und wie geht das jetzt? Was können wir tun? Lass uns vernetzen. Nicht nur mit unseren Freunden, auch mit Menschen, die anders ticken als du. Setzt euch ein für Bildung. Natürlich heißt das auch wählen gehen, sich in Politik einmischen und sich für gute öffentliche Bildungsräume einsetzen, die allen offen stehen. Machen wir die öffentlichen Räume zu gemeinsamen Räumen.